Ich bin zum Schiessen gekommen, als ich 9 war. Ich habe einen Sommerferienkurs gemacht bei der Stadt Zürich. Und es ist mega nostalgisch, weil jetzt gebe ich Trainerin in diesem Kurs seit 3 Jahren und dieses Jahr will ich sicher wieder gehen. Ich habe vor dem Schiessen ganz, ganz viele andere Hobbys ausprobiert, sicher 7, 8. Und es hat einfach immer so ein gewisses Etwas gefehlt, das ich nachher im Schiessen gefunden habe. Darum bin ich hängen geblieben. Das Schönste, was ich je erlebt habe, war mein erster internationaler Wettkampf. Das war eine EM in Osijek. Es ist vor dem Teamwettkampf eigentlich alles schief gelaufen. Ich habe schlecht Einzel geschossen, mein Gewehr ist am Boden gefallen und es ist kaputt gegangen. Wir mussten es leimen mit Sekundenleim. Aber am Teamwettkampf haben wir nachher wirklich mega reingehebt, alle drei, und haben Silber gemacht.